denn den ganzen Tag? Schaust du dir Best-ofs an von deinen Freistößen oder wie sieht's aus? Habe ich schon alle durch. Ja? Ist natürlich schwierig in der Situation, ja, was Vernünftiges zu machen und Produktives, aber zum Glück haben wir uns vor kurzem ein Haus zugelegt, wo ich ein bisschen was machen kann und schon gemacht habe. Und ja, 2 bis 3 Stunden mit der Tochter ja, Hausaufgaben machen. Da muss man sich selber erstmal ein bisschen reinfuchsen, ja. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also zum Glück gibt es YouTube, wo man ein bisschen reingucken kann und gewisse Aufgaben nochmal nachschauen kann, damit man sich selber mal wieder daran erinnert, wie das funktioniert. Altlinike, vielleicht mal beim Aktuellen. Ihr seid ja ganz oben aktuell. Also sieht, hätten wahrscheinlich nicht so viele gedacht. Bist du eigentlich immer noch so ein bisschen überrascht davon oder sagst du schon seit langem, ist doch keine Überraschung mehr? Also ich glaube, wenn du nach 24 Spieltagen immer noch Erster bist in der Regionalliga, dann ist es jetzt kein Zufall mehr und nicht nur Glück. Ja, also klar, die ersten Spieltage, 10, 12, 14 Spieltage, habe ich gedacht, ey, was ist eigentlich hier los? Ja, das kann eigentlich keiner so richtig glauben und fassen. Aber die Jungs machen da einen riesen Job, ja. Also was sie da Woche für Woche abliefern. Und ist ja nicht so, dass wir die Spiele durch Glück gewinnen, ja. Also wenn wir gewinnen, dann schießen wir 3, 4, 5 Tore. Ja, spielen einen richtig geilen Fußball und schade, dass halt leider nicht so viele Zuschauer kommen, ja. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, ey, da müssen wir uns wirklich noch verbessern und das hätten die Jungs auch verdient. Bosanac 45 fragt, findest du es schade, dass du mit Union nicht früher aufgestiegen bist? Ja, sicherlich hätte ich gerne die Bundesliga mitgenommen, ja, ist ja klar. Wir waren ja auch oft mal, zumindest eine Halbserie mal ganz gut dabei, haben es dann halt leider ja nicht geschafft, das richtig durchzuziehen bis zum Ende der Saison. Von daher, na klar, aber ist mir trotzdem mega, was dort abgegangen ist ja, in den letzten Jahren. Soll jetzt kein Wink sein an Simon Terodde, der auch zuguckt, aber schöne Grüße an der Stelle. Benjamin genau, Köhler auch mit dabei. Gib mal die Kohle weg, Mann. Du kriegst eh viel zu viel, du Heini. Erbse hat schöne Grüße gesendet und fragt, wie viel du aktuell wiegst. Ich glaube 93 Kilo. Und damit ich zufrieden schön, oder unzufrieden? Ich habe ein schönes, rundes Gesicht, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich, Fernsehen macht dick. Das ist der Winkel, das ist der Winkel. Genau. Bisschen anklappen. Lukas.sch fragt, wie läuft deine Karriere bei Fußballmanager 20? Überragend. Ich bin der Gott im Fußballmanager 2020. Ehrlich, vertreibst du dir die Zeit damit? Ja, also wenn ich alles andere erledigt habe, setze ich mich vor den Laptop. Frau guckt Netflix, irgendwelche Serien. Ich zocke wie ein Wahnsinniger und mache das, wie gesagt, schon über 20 Jahre spiele ich dieses Spiel und jetzt gibt es halt seit kurzem mal wieder ein Update auf den FM 2013, kannst du den 20er Patch raufziehen, das habe ich gemacht und jetzt zocke ich wie ein Wahnsinniger und bin da, wie gesagt, ein Gott. Eines Tages Union-Trainer, das könntest du dir sicherlich vorstellen, wenn es mal in die erste Reihe geht, oder? Also es gibt Schlimmeres, ja, also schlimmere Vorstellungen, natürlich, also klar, will ich, wie gesagt, erstmal den Arsch hinmachen, gucken, wie sich alles weitere entwickelt bei mir. Ich habe ja noch ein paar andere Dinge, die ich mache. Mit meinem Fußballcamp. Marketingbereich noch? Läuft es noch? Oder? Ja, ein bisschen nebenbei noch für die VSG und bei Detlef Müller im Shop, aber ich mache meine Camps, meine Fußballcamps. Bei Sky macht es mir mega, mega Bock, ja, dort als Zweitliga-Experte mitzumischen. Ja, der Co-Trainer-Job sowieso und mal gucken, ob es dann irgendwann mal so weit ist, dass ich vielleicht mal eine Mannschaft als Cheftrainer übernehme. Aber ich bin im Moment ja richtig, richtig zufrieden. Ja, bis auf die Corona-Kacke, klar, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, da müssen wir uns alle durch, da müssen wir alle zusammen stark sein und uns helfen gegenseitig, wie es auch immer möglich ist. Und dann packen wir auch das und dann wird es wieder schönere Zeiten geben. Meinung zu Norbert Düvel. Hab schon bessere Typen kennengelernt. Ja, also er hat mir ja persönlich an sich nichts getan, ja, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, ja. Er war nicht ehrlich. Das, was er mir in seiner Kabine oder in seinem Büro gesagt hat, hat er dann aber tatsächlich draußen nicht umgesetzt. Deswegen hat das damals so gescheppert, wie es gescheppert hat. Ich glaube, es wäre noch schlimmer gewesen, wenn ich dort geblieben wäre. Und man muss ganz kurz sagen, es war im Sommer 2014, ne? 2 Monate sozusagen wart ihr noch, habt ihr noch zusammengearbeitet dann, ne? Genau. Und genau. Dann bist du zur Energie gegangen. Genau, weil er halt ja auf meine Dienste keinen Wert gesetzt hat, ja. Und von daher war das für mich damals die richtige Entscheidung.
Im Nachhinein natürlich nicht, aber die Glaskugel hatte ich halt nicht, die hat man auch nicht. Und aber ich sage dir, dass es halt, wenn ich dort geblieben wäre, noch mehr Unruhe gegeben hätte, weil ich halt auch ein Typ bin, der dann halt auch nicht seinen Mund halten kann, ja, und seine Meinung. Das habe ich vorher schon gemacht und bin dann gewechselt. Und wenn ich dort geblieben wäre und es wäre weiter so gelaufen, dass er mich halt, ja, sportlich halt null, ja, akzeptiert hat, ja, oder akzeptiert hätte, dann ja, weiß ich selber, wie ich dann bin. Und klar, jetzt kann man streiten, ob ich das hätte, das Interview geben müssen, so wie es war oder nicht. Das habe ich gemacht, so stehe ich. Ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ich habe mich mit Dirk Zingler auch darüber ja, ausgetauscht und ausgesprochen. Und natürlich ist es für den einen oder anderen Union-Fan natürlich nicht gut gewesen. Aber so ist es ja oft so, wenn man Entscheidungen trifft, dann wird man nicht immer ja, den großen Nenner treffen. Da gibt es immer welche, die sagen, ey, gut, der andere sagt scheiße. Aber wie gesagt, ich stehe dazu. Schade, dass er damals zu dem Zeitpunkt kam. Ja, weil ich natürlich gerne meine Karriere dort beendet hätte. Ja. Hatte auch 299 Spiele, also ich hätte noch ein Spiel gehabt oder gebraucht, um 300 fertig zu machen. Das ist natürlich auch eine Zahl, die man gerne erreicht hätte, ja, weil die natürlich gerade in knapp 10 Jahren ja, relativ hoch gewesen wäre. Trotzdem, 299 Spiele sind trotzdem gut. Aber ja, das war halt so, wie es war. Und jetzt sind wir wieder Und zufrieden und glücklich, dass wir wieder hier sind. es hat dich wenigstens nach Cottbus geführt, da wo du ja auch Bundesliga-Luft schnuppern konntest, da wo irgendwo mal alles so ein bisschen begonnen hat. Von daher, ja, Auf jeden jetzt Fall, ja. konntest du da auch nochmal deine Zeit genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.